Jubel bei den spanischen Fans, lange Gesichter bei den Deutschen. Nach dem Aus für die DFB-Auswahl im Viertelfinale der Heim-EM in Stuttgart loben viele Fans die Leistung der deutschen Spieler, trotz aller Enttäuschung. Total unverdient hat Spanien gewonnen. Wir haben das so cool gefightet. Die haben sich wirklich den Hintern aufgerissen, die Jungs. Ich bin echt stolz. Und wir sind aber auch sehr traurig, dass wir verloren haben letztendlich. Ja, ich denke, dass die Jungs ein gutes Spiel gemacht haben eigentlich. Aber ich glaube, dass die Spanier sehr, sehr stark waren. Vor allem die zwei Außenspieler, der Jamal und der Williams, die haben das Spiel schon ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Das sind halt zwei Talente, ne? Deutschland spielt als Mannschaft sehr kompakt, sehr gut. Aber Spanien hat Einzelspieler, die sehr stark sind. Also heute muss man einfach sagen, hat Stadion alles gegeben. Die Fans waren da, super Fans. Ich finde, da kann man sich nicht beschweren. Schade halt, ne? Ja, leider verloren, ne? Kann man nicht sagen. Am Ende haben wir nachgelassen. Man hätte noch eine Minute durchhalten müssen. Und dann, vielleicht wären wir zum Elfmeterschießen geschafft. Da hätten wir auf jeden Fall gewonnen, ne? Die Spanier treffen nun im Halbfinale der EM auf das Team von Frankreich.